Der Phantomas will wissen, ob wir ein Node.js-Backend einsetzen. Nee. Und zwar aus dem Grund, weil Node.js einfach für eine Plattform von der Größe von Gute Frage nicht skalierbar genug ist. Es lässt sich zwar mit Sicherheit hinbiegen, aber es gibt einfach Technologien, die deutlich besser skalieren in der Hinsicht. Und für Gute Frage verwenden wir als Auslieferungsframework Akka. Das ist ein Scala-Framework, was sehr große Verbreitung findet und sehr, sehr zuverlässig ist, sehr, sehr viele Features hat, für uns als Entwickler sehr einfach zu handhaben und zu testen ist und eben als Hauptsache sehr gut skaliert.